Grüß von der Wohngemeinschaft hier. Es ist Sonntag, 2. Advent und das heißt, es ist wieder Zeit für Adventure. Ja, und heute schauen wir uns Adventures mal auf solchen Geräten an, nämlich Smartphones und Tablets und wie die ganze Sache darauf funktioniert. Ich muss dazu sagen, ich besitze nur Geräte von Apple, kann deswegen leider nicht testen, wie die ganze Sache auf Android oder Windows Phone performt, aber ich schätze einfach mal, dass es von der Bedienung her keinen Unterschied geben wird. Na dann mal los. Hier werden wir also. Ich habe mal mehrere Spiele vorbereitet. Auf dem Tablet haben wir da Ätna bricht aus, Machinarium und Baphomets Fluch 2. Vorher aber werfen wir einen Blick aufs Smartphone und da habe ich Baphomets Fluch 1. Das haben wir uns ja letzte Woche schon angeschaut und das ist soweit deckungsgleich mit der PC-Version. Einziger Zusatz ist hier ein kleiner einleitender Comic zur Story. Den gibt es, glaube ich, auf der PC- oder Mac-Version nicht. Ansonsten spielt sich das Spiel ganz genauso wie die PC-Version. Der Vorteil ist dann natürlich ganz klar in der Kompaktheit beim Smartphone. Man kann also auf der Zugfahrt oder auf der Busfahrt oder wenn man mal Langeweile hat, einfach das Smartphone zücken und an seiner Lieblingsstory weiterrätseln. Kommen wir jetzt aber zum Tablet. Da ist natürlich der Vorteil ganz klar am größeren Bildschirm. Man hat viel mehr Details, die man sehen kann, man kann die Grafik besser bestaunen. Und man kann es natürlich ganz genauso in die Hand nehmen. Kleine Sache vorher noch, bei den ganzen Adventure-Apps ist ein Nachteil, dass die relativ viel Speicher brauchen. Also da rechnet man schon mit mehreren hundert Megabyte bis sogar über einem Gigabyte, zum Beispiel bei Ätna bricht aus. Das liegt natürlich daran, dass es sich nicht um ein ganz simples Geschicklichkeitsspiel handelt, wie die vielen anderen Apps, die es so gibt, sondern eine App mit einer komplexen Story und Cutscenes und vielen detaillierten Grafiken. Schauen wir uns jetzt aber mal die Spiele selber im Detail an. Fangen wir mal an mit Ätna bricht aus. Was ist los? Ach, nichts. Dupidupidupidupidu. Pah! Roar! Hier sieht man also erstmal keinen Unterschied zur PC-Version. Das Spiel selbst spielt sich natürlich ganz genauso, hat dieselbe Handlung und bietet hier auch allerlei Hilfen, die man auch aus der PC-Version kennt. Nicht schlecht, so ein Sofabezug an der Wand. Man kann also ganz genauso mit den Objekten interagieren. Man hat hier Harvey, den man noch zur Hilfe ziehen kann. Ein stumpfes Stuhlbein. Nicht gerade das beste Werkzeug, um aus einer Gummizelle auszubrechen. Wie rücksichtslos von Dr. Marcel, dass er dir keinen Presslufthammer in die Zelle stellt. Wozu? Du bist langweilig, Tisch. Diesen langweiligen Tisch will ich nicht. Vielleicht, wenn es ein Billardtisch wäre. Und im Großen und Ganzen steht natürlich diese Version optisch wie auch akustisch der PC-Version in keinster Weise nach. Gehen wir einmal weiter zu Machinarium. Ein eher unbekanntes Spiel. Und auch hier hat man wirklich wunderschöne Grafiken. Sound ist auch okay, man hat eh keine Dialoge, aber die Hintergrundgeräusche sind genauso qualitativ wie die PC-Version. Also auch keine Unterschiede ausmachbar. Einziger Nachteil, den ich hier sehe, ist, dass der Bildschirm nicht ganz ausgenutzt wird. Wir haben oben und unten einen schwarzen Streifen und das Menü ist sehr umständlich, immer über diesen Stern zu erreichen. Das hätte man ruhig in diesen schwarzen Gebieten da oben unterbringen können. Aber vielleicht ist das auch von Tablet zu Tablet unterschiedlich, wie da das Seitenverhältnis ist. Zu guter Letzt haben wir dann noch Baphomets Fluch 2, die Remastered-Version, die auch vor einiger Zeit erschienen ist. Thank you.
Und auch hier haben wir oben und unten schwarze Streifen. Da geht etwas vom Bildschirm verloren. Wahrscheinlich auch wieder bei anderen Tablets anders. Ich schaue mir kurz die Buchtitel an. In der vagen Hoffnung, eine Taschenbuchausgabe von Wie man Giftspinnen bekämpft, während man an Stühle gefesselt ist, zu finden. Gab's natürlich nicht. Aber mir fiel bei der Gelegenheit auf, dass eine Ecke des Bücherregals ziemlich wackelig mit einem Holzklotz abgestützt war. Und auch hier wieder grafisch ein 1:1 mit der PC-Version, genauso auch akustisch. Wechseln wir zurück in diese Kameraposition und man sieht natürlich, der große Vorteil der Adventures auf dem Smartphone oder dem Tablet ist, dass man mit der Umgebung selbst direkt interagieren kann. Man braucht keine Maus dazwischen, man kann einfach dahin klicken, wo man will. Der Protagonist bewegt sich dann natürlich dahin und man interagiert viel direkter mit der Umgebung. Der Nachteil ist, wie gesagt, der große Speicherhunger, den diese Adventures meist haben. Da muss man dann schon etwas Platz freiräumen, wenn man nicht noch genug zur Verfügung hat. Alles in allem finde ich, dass sich Adventures auf Smartphones und Tablets wirklich sehr heimisch fühlen. Außerdem bietet es auch eine Möglichkeit, mal wieder alte Titel zu spielen. Neben Baphomets Fluch sind auch die Monkey Island Teile in einer erneuerten Fassung für Smartphones und Tablets erschienen. Wenn ihr mehr sehen wollt zu Adventures, dann schaut einfach in die Folge von letzter Woche rein oder wartet auf den 3. und 4. Advent, denn da schauen wir uns Adventures von Indie-Entwicklern und Adventures in 2D und 3D an. Bis dahin bedanke ich mich fürs Zusehen. Ich bin Dennis von der Wohngemeinschaft. Ciao, ciao!